Wunderbar. Ja, mein Name ist Jens Kenzia. Ich arbeite für die Senatsverwaltung mit dem viel zu langen Namen, die auch für Klimaschutz zuständig ist. Und genau genommen gehöre ich zu dem Team, das hier auf Seiten der Verwaltung den Klimabürgerinnenrat mit vorbereitet hat. Und dementsprechend freue auch ich mich heute sehr, hier dabei sein zu können. Und ich möchte in meinem Vortrag ein paar Schlaglichter werfen auf die Praxis des Klimaschutzes in Berlin. Dabei geht es darum, dass wir nochmal gemeinsam die Ausgangslage etwas beschreiben, die Startposition sozusagen, von der ab dann der Berliner Klimabürgerinnenrat jetzt auch seine Empfehlungen formulieren kann. Nur ganz kurz auf die Grundlagen der Berliner Klimaschutzpolitik eingehen, über die wissenschaftlichen Hintergründe des Klimawandels und seiner Bekämpfung haben wir heute schon jede Menge gehört. Deshalb von mir aus nur so viel. Auch der Senat von Berlin lässt sich regelmäßig von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Klimapolitik beraten. Die Ergebnisse sind dann meistens in wissenschaftlichen Studien zusammengefasst. Die sind alle öffentlich. Das heißt, bei Interesse kann wer mag, die alle auch nachlesen. Eine hat uns Herr Professor Hörschel heute früh ja schon vorgestellt, die Machbarkeitsstudie Berlin-Paris-konform machen. Den rechtlichen Rahmen der Berliner Klimapolitik bildet das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz. Schon wieder so ein langer Name. Deshalb werden Sie, wenn Sie darüber lesen, auch häufig nur die Abkürzung EWG für Energiewendegesetz finden. Dieses Gesetz legt die Berliner Klimaschutzziele fest und formuliert eine Reihe rechtlicher Pflichten, die sich in erster Linie an den Staat, an die Verwaltung richten und vorgeben, was man im Sinne des Klimaschutzes und der Klimaanpassung berücksichtigen muss. Das Gesetz wurde 2016 verabschiedet und im letzten Jahr nochmal grundlegend novelliert, grundlegend überarbeitet, mit neuen Zielen und neuen Maßnahmen. Ganz wichtig schließlich das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm, das BEK. Das ist das zentrale Instrument eigentlich unserer Klimaschutzpolitik. Denn da steht alles drin an Strategien und an Maßnahmen, das sich Berlin vorgenommen hat. Sowohl im Bereich des Klimaschutzes als auch im Bereich der Klimaanpassung. Das sind insgesamt so rund 100 Maßnahmen. Seit 2017 ist es beschlossen. Das heißt, vieles davon ist inzwischen in Umsetzung. Und gerade ganz aktuell in diesem Jahr wird das Programm fortgeschrieben. Das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm, das BEK, formuliert also die Maßnahmen, die dazu beitragen können, sollen, dass Berlin seine Ziele erreicht. Und diese Klimaschutzziele kamen heute ja schon vor. Ich wiederhole deshalb nur noch einmal kurz, spätestens 2045 will Berlin klimaneutral sein. Das definiert das Gesetz so, bis dahin sollen die Emissionen um 95% gesunken sein. Zwischenziele auf dem Weg zur Klimaneutralität sind 70% weniger CO2 bis 2030, 90% weniger CO2 bis 2040. Und wenn Sie diese Prozentzahlen hören, dann berechnet sich das immer im Vergleich zu dem Ausgangsjahr, zum Basisjahr 1990. Schauen wir uns mal an, wie weit wir auf diesem Weg zu diesen Zielen inzwischen in Berlin gekommen sind. Oben links sehen Sie in dieser Folie, wo wir 1990 gestartet waren, nämlich bei Emissionen von ungefähr 29 Millionen Tonnen CO2. Die blaue Kurve zeigt dann, wie sich die Emissionen entwickelt haben. 2019, das heißt im Jahr vor der Corona-Pandemie, waren die Emissionen dann auf 17 Millionen Tonnen gesunken. Das heißt, das ist ein Rückgang von ungefähr 12 Millionen Tonnen oder gemessen am Ausgangswert von ungefähr 41%. Das bedeutet, soweit die gute Nachricht,
Das Klimaschutzziel, das sich Berlin für das Jahr 2020 gesetzt hatte, 40% Reduktion, wurde erreicht. Die weniger gute Nachricht: bis zur Klimaneutralität ist der Weg von diesen 17 Millionen Tonnen aus natürlich immer noch sehr, sehr weit. Deshalb brauchen wir Klimaschutzmaßnahmen. Und ich habe es gerade schon angedeutet, im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm sind so ungefähr 100 drin. Ich werde jetzt nicht versuchen, in den nächsten 5 Minuten die alle hier vorzutragen, sondern werfe so ein paar Schlaglichter auf besonders wichtige Maßnahmen und beginne da mit dem Kohleausstieg. Kohle ist eine ganz große Emissionsquelle, auch für Berlin. Und deshalb war es sehr wichtig, dass das Land Berlin sich vorgenommen hat, bis spätestens 2030 kohlefrei zu werden. Dieser Kohleausstieg ist gesetzlich im EWG verankert. Und es gibt auch einen Fahrplan in einer Studie, die der Senat gemeinsam mit dem Energieversorger Vattenfall damals in Auftrag gegeben hat. Da steht drin, wann welches Kraftwerk abgeschaltet bzw. durch andere Wärmelösungen dann ersetzt werden kann. Die klimaschädlichste Form der Kohleverbrennung, nämlich die Braunkohlenutzung, ist in Berlin schon 2017 beendet worden. Statt fossiler Energien wie Kohle setzt Berlin auf Erneuerbare. Und da sind im städtischen Raum, ist mit Windkraft ein bisschen schwierig, so Windräder auf dem Alex, gibt es nur begrenzte Kapazitäten. Die große Quelle, das hat auch Herr Hörschel ja gerade schon gesagt, ist die Solarenergie, die Sonnenenergie. Und da ist das Ziel Berlins, Solarhauptstadt zu werden. Bis 2035 soll immerhin ein Viertel des Stroms, den wir hier verbrauchen, von der Sonne kommen. Heute sind wir dabei unter 1%. Das heißt, wer jetzt meint, 25% ist ja noch gar nicht so viel. Das ist im Vergleich zu dem, wo wir loslegen, wirklich ein enormer Aufwuchs, den wir dafür brauchen werden. Wie das gelingen soll, ist in einem Masterplan, einem Maßnahmenplan, dem Masterplan Solar City, vom Senat festgeschrieben worden. Und im letzten Jahr hat das Land dann sogar noch ein eigenes Solargesetz verabschiedet, das Solargesetz Berlin. Und da steht unter anderem die Solarpflicht drin. Das heißt, künftig wird bei neu gebauten Gebäuden in Berlin eine Solaranlage so selbstverständlich dazugehören wie ein Dach, eine Tür oder Brandschutzvorrichtungen. Also auf jedes neu gebaute Gebäude soll grundsätzlich eine Solaranlage. Das Gleiche gilt auch für die öffentlichen Gebäude, die es schon gibt. Also für die gesamten Bestandsgebäude. Im Verkehrsbereich ist eine der wichtigsten Maßnahmen natürlich, den Autoverkehr mit Diesel und Benzin zu ersetzen durch muskelgetriebenen Fahrradverkehr, der viel klimafreundlicher ist. Dazu hat sich das Land schon vieles angestoßen. Sichtbar wird das vor allen Dingen durch die neuen geschützten Radstreifen, die in verschiedenen Ecken der Stadt entstanden sind und weiter entstehen. Abgetrennt vom übrigen Verkehr, klar farblich markiert, dass sie unverkennbar sind. Ein Platz, wo man einen Fahrradweg, wo man Raum hat und gerne Fahrrad fährt, weil man sich sicher fühlt. Außerdem insgesamt 10 Radschnellwege in Berlin in Planung, die von den Außenbezirken in die Innenstadt führen sollen und dann auch da neue Alternativen vielleicht zum Autofahren eröffnen. Insgesamt hat der Senat einen Radverkehrsplan entwickelt, der alles zusammen rund 3000 Kilometer Radwege, bestehende und neue, vorsieht. Die Fahrräder müssen dann natürlich auch irgendwo abgestellt werden können. Dazu sind schon Zehntausende neue Stellplätze in den letzten Jahren entstanden und Fahrradparkhäuser in Planung. Kommen wir vom Radverkehr zur anderen wichtigen Alternative, dem öffentlichen Personennahverkehr, Bussen und Bahnen. Auch da ist es ganz wichtig, dass wir diese Verkehrsmittel noch attraktiver machen für die Benutzerinnen
Und dafür braucht es mehr Wagen, neue Strecken und bessere Technik. Und all das kostet Geld. Das weiß der Senat auch, das weiß das Land auch. Deshalb sind im sogenannten Nahverkehrsplan insgesamt fast 30 Milliarden Euro eingeplant für Maßnahmen in diesem Bereich, für neue U-Bahn-Bahnen, für neue Straßenbahnlinien und, bis 2035. Das ist die eine Seite, Investitionen, um die öffentlichen Verkehrsmittel noch attraktiver zu machen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, muss auch bezahlbar bleiben für die Nutzerinnen und Nutzer. Da wurden Akzente schon gesetzt durch das kostenfreie Schülerticket, von dem 360.000, glaube ich, Schülerinnen und Schüler in Berlin jetzt jedes Jahr profitieren, und durch die Absenkung der Tarife für das sogenannte Berlin-Ticket, also für günstige Tarife für zum Beispiel ALG-II-Empfängerinnen und Empfänger. Weitso wichtig ist noch eine zweite Folie zum öffentlichen Verkehr. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass die öffentlichen Verkehrsmittel dann nicht nur bequem sind und dass sie bezahlbar sind, sondern dass sie auch klimafreundlich am Ende wirklich sind. Und deshalb gehört dazu den Plänen des Landes Berlin, die auch schon in die Tat umgesetzt werden, die gesamte Busflotte der BVG auf Elektrobusse umzustellen bis 2030. Sie haben das vielleicht schon gesehen, auf einigen Linien fahren sie schon, sind sehr viel geräuschärmer und natürlich auch was die Luftschadstoffe und CO2 angeht, vorteilhafter als die alten Dieselbusse. Und 2030 soll das dann der neue Standard sein und 1600 E-Busse insgesamt für klimafreundlichen Verkehr sorgen. Und das am besten dann noch auf zusätzlichen Busspuren, damit die Busse auch pünktlich kommen und man sich auf sie verlassen kann. So, dann bin ich jetzt fast schon am Ende meines kurzen Überblicks. Ich wollte noch ein paar von den 100 Maßnahmen des BEK so wirklich stichwortartig hervorheben. Also da gehört zum Beispiel die sogenannte Flotte Kommunal dazu. Das sind kostenfrei ausleihbare Lastenräder, die es inzwischen in allen Berliner Bezirken vor öffentlichen Einrichtungen gibt. Familienzentren, Bibliotheken, Rathäusern. Das bestimmen die Bezirke selbst, wo sie die aufstellen. Wir haben am Anfang mit, ich glaube, 3 Bezirken begonnen und dann war die Nachfrage so groß, dass alle mitmachen wollten. So wünscht man sich das. Und das ist also ein Weg, wie wir nochmal für klimafreundliche Mobilität hier auch werben und sie praktisch zum Einsatz kommen lassen. Was anderes sind Förderprogramme, die sich an Bürgerinnen und Bürger richten. Da gab es 2 große in der letzten Zeit. Beim einen ging es darum, dass wir die alten Ölheizungen aus den Kellern rausholen und durch klimafreundlichere Lösungen ersetzen. Das war das Heizungstauschprogramm, das jetzt demnächst ausläuft, weil der Bund was Ähnliches anbietet und wir uns da nicht, das nicht doppelt machen müssen. Und das zweite war ein Förderprogramm für Solarstromspeicher, wo wer sich eine neue Solaranlage aufs Dach setzte, dann gleich auch noch einen Stromspeicher dazu mitfinanziert bekam, um diese dann auch wirklich gut nutzen zu können. Außerdem finanziert das BEK, also das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm, zahlreiche Beratungsstellen und Angebote für die Bezirke, für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer oder auch für Unternehmen, meistens unter dem Gesichtspunkt, wie kriegen wir die Energieversorgung möglichst energieeffizient hin, wie sparen wir Energie ein oder wie kriegen wir mehr Erneuerbare rein. Und schließlich nochmal zwei kleine Punkte, die aber vielleicht ganz plastisch sind. Das eine ist, ein BEK-Projekt macht sich Gedanken, wie die Berliner Clubszene klimafreundlicher wirkt und hat dann
einen Leitfaden und Hilfestellungen entwickelt, wie man auch da Energie sparen kann und zum Klimaschutz beitragen. Und was ein anderes wichtiges Thema ist, wie werden Veranstaltungen, Großveranstaltungen in Berlin klimaneutraler? Da geht es dann natürlich auch um so Dinge wie Abfall, aber Energieverbrauch, Papier etc. Auch dafür wurden im Rahmen des BEKs Empfehlungen, ein Leitfaden entwickelt. So, wenn wir das alles zusammennehmen, stellen wir fest, es passiert viel, aber auch das ist klar, das reicht noch nicht aus, um unsere Ziele zu erreichen. Deshalb komme ich jetzt noch einmal zum Blick nach vorne, das nächste Ziel. Sie erinnern sich vielleicht an die Grafik vom Anfang. Da hatten wir dargestellt, wie es bis 2019 ging. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, 2030, das nächste Ziel, dann liegt das bei 8,8 Millionen Tonnen. Das sind diese, die dann noch ausgestoßen werden dürfen. Das wären diese minus 70% weniger als 1990. Und Sie sehen, das liegt ja schon unterhalb der Achse bei dieser Grafik, weil wir inzwischen so weit runter sind. Diese 8,8 Millionen Tonnen zu erreichen, würde ungefähr eine Absenkung entlang dieses grünen Pfeils bedeuten. Und wenn Sie das vergleichen mit dem, was wir seit 1990 gesehen haben, dann ist das schon, bedeutet das schon eine ziemliche Beschleunigung. Wir müssen schneller werden, wir müssen schneller mehr reduzieren. Letztlich müssen wir das Klimaschutztempo ungefähr verdoppeln gegenüber dem, was wir bisher hatten. Und dafür braucht es neue Maßnahmen, dafür braucht es neue Impulse. Gut, dass es die gibt. Zum einen, ich habe schon gesagt, das BEK 2030, unser Klimaschutzprogramm, wird gerade fortgeschrieben. Da werden dann natürlich auch die Maßnahmen an die neuen Klimaziele Berlins angepasst. Außerdem hat der Senat sich das zu Herzen genommen, was offensichtlich auch schon bei Ihnen auf dem Whiteboard gefordert wurde und was Herr Hirschel vorhin ja auch angesprochen hatte. Der Klimaschutz muss eine Verantwortung des ganzen Senats werden. Dafür wurde gerade letzten Monat jetzt ein neues Gremium eingerichtet, der sogenannte Senatsausschuss Klimaschutz oder kurz Klimasenat. Da treffen sich dann die Senatorinnen und Senatoren regelmäßig, um nur über ein Thema zu sprechen, nämlich Klima. Und zu gucken, erreicht Berlin seine Ziele, wo gibt es Probleme und wie können wir, wenn das nötig ist, nachsteuern, damit wir wieder auf den richtigen Kurs kommen. So. Last but not least natürlich, und das zeigt das schöne Bild von der Auftaktveranstaltung, der Klimabürgerinnenrat. Sie beraten bis Ende Juni. Wir freuen uns auf die Ergebnisse. Und wie Frau Senatorin Bettina Jarasch es am Dienstag ja schon bei der Auftaktveranstaltung versprochen hat, alle Empfehlungen werden vom Senat geprüft. Der Senat nimmt dazu Stellung und die überzeugenden Vorschläge werden natürlich umgesetzt. In diesem Sinne freue ich mich jetzt auch auf die Diskussion mit Ihnen und was wir in dem Rahmen schon an neuen Impulsen auch von Ihnen aufnehmen können. Dankeschön.